Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Project Ozone. Und der Gabak schmeißt gutes Essen weg. Jo, Leute. Nee, das ist kein gutes Essen, das ist das Müllessen. Das brauche ich nicht mehr. So, wir haben gerade mal ganz kurz offscreen ausprobiert, wie wir denn den Tank da voll machen. Und haben festgestellt, dass die Flutkonduits daran, ja, halten. Genau. Also das so hier heißt, mit diesem herkömmlichen geht's leider nicht. Genau, das heißt, man kann Sachen damit aus dem Tank rausholen. Was bedeutet, wenn man es rausholen kann, kann man es auch reintun. Das heißt, wir werden gleich eine Pumpe bauen. Aber vorher wollte ich erstmal diesen Slice and Spice zu Ende bauen. Mhm. Wofür ich ja eigentlich Sekunde Zombie hatte ich. Genau, ich nehme einfach mal meinen Kopf. Der ist ja auch ein Zombie-Kopf, also von daher. Der kommt aufs Gleiche hinaus. Ja. Deswegen. Ich sehe den Unterschied nicht. Nee, ich auch nicht. So, dann können wir da nämlich eine Pumpe dran packen, dann kann ich das hier so weit abreißen. Oder, was wir auch, zwei Eisenäxte. Nein, was wir auch gerade gelesen haben, der lässt sich natürlich auch mit Regen füllen, ja. Ach so, ja, klar, wenn es regnet, füllt er sich, das ja, geht auch. Aber wir wollten jetzt nicht auf Regen warten. Nein. Und zusätzlich habe ich jetzt mal hier so eine Sperre eingebaut, dass es erstmal nicht weiterfließt. Leisten, oh, was hast du jetzt gemacht? Okay. Ich habe Neues gebaut. So. Ganze Scheiße hier. Packen wir jetzt mal hier rein. Weil ich nicht weiß, wohin noch mit. So, weg. So, weg, weg. Jetzt brauche ich erstmal mal eine Redstone. Da. Eine Leadpipe. So. So, das du kommst brennt. Dahin. Die Pipe kommt dahin. Okay. Dann brenne ich jetzt erstmal mit Gates. Ich verwerte einfach alles. So. So, da soll eine Axt rein. Dann brauche ich noch eine Schere. Die muss wohl da rein. Ich probiere hier gerade noch rum, ne? Nicht wundern. Ja, ja. Ich wundere mich schon nicht mehr. So, dann baue ich hier mal als Unterteilung. So ein so, Silicon. Und Redstone. Redstone habe ich noch. Ich brauche noch Silikon zweimal. So, das ist, ach, verdammt, das habe ich ja gerade verballert, das ganze Silikon. Das ist jetzt on. Das heißt, da was? Fließt nichts. Mhm. Well. Dann ja, würde jetzt nur der da laufen. Okay. Macht natürlich wenig Sinn. Mhm. Oh, warte mal. So, Silikon. Jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen ernten. Mal gucken, dann was die Saat so, sagt. So. Nanu? Nanu? Ich kann den Kopf da gar nicht reintun. Okay. So, abbauen, abbauen, abbauen. Zombie Head. Okay, diesmal wechselt das durch. Letztes Mal ist es durchgewechselt. Geht das doch nicht? Geht das nur im Zombie-Kopf? Oh, das wäre ja scheiße. Wir haben, glaube ich, nur einen einzigen Zombie-Kopf. Wenn ich jetzt wüsste, wo der hin ist. Hä? Genau. So, ich habe gerade noch einen Zombie-Kopf gefunden. Hier in der Kiste sind nämlich noch welche. Das wusste ich gar nicht. Und damit habe ich dann hier den Logic-Controller hergestellt. Irgendwie. Und jetzt fehlt mir nur noch Pulsating Iron. Und dafür brauche ich zwei Stück. Induction Smelter haben wir nicht. Perlen und Eisen. Zwei Eisen, zwei Enderperlen. Okay. Gut, muss ich jetzt zwei Enderperlen opfern? Also irgendwie habe ich es nicht geschafft, bis jetzt meine Seeds noch zu verbessern. Hm. Wir hatten noch irgendwo noch Enderperlen. Da. Ah, doch. Jetzt. Warte mal, ich tue die Enderperlen mal mit hier in die Kopfkiste. Okay, 4-2-2-3-2-2. Oh, Smelter. Ey, es haben gerade mal zwei Seeds geschafft, besser zu werden. Naja, ups, immerhin. Also ich schmeiße hier schon die Perlen weg. Perlen so, vor die Säue. Den will ich vermehren, deswegen wir machen wir es mal so. So, dann brauche ich noch einen Diamond Hoe. So zwei Diamanten. Das, der Vorteil an diesem Ender-Farmer ist halt, der ist Harvester und Planter in einem. In einem. Muss halt nicht mit zweien arbeiten, sondern hast halt nur einen. Ja, das ist natürlich geil.
Das ist halt praktisch. Hier muss man gerade gucken, welche Seeds benutze ich hier eigentlich. Oh, und die Pinot. Da brauche ich noch zwei Diamanten. Wahrscheinlich habe ich da die schlechtesten der schlechtesten. Hm? Brauchst du die schlechtesten der schlechtesten? Ja, dass ich hier. Ja, ich benutze auf dem Feld noch die schlechtesten Seeds. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil ich aber noch nicht so viele hatte von den guten. Dann setze ich da jetzt mal. Was habe ich hier? 3, 2, 2. Genau, das sind die gleichen hier. Auch wieder 3, 2, 2. Und die können weg. Die kann so, ich mal, eigentlich klar, müsste ich jetzt alles für den Farmer haben. Sehr schön. Jetzt mal eins meins. Da ist sogar noch zwei von diesen Dingern über. So. Eine Schaltplatte habe ich auch noch. Nehme ich so, mal sinnlose Holz hier. Dann wollte ich eine. Was ist denn das überhaupt? Eine normale Pump oder? Eine Buildcraft Factory Pump könnte ich bauen. Allerdings braucht die auch Strom. Wie stelle ich nochmal die Crops her? Ach so, einfach 4 Sticks, alles klar. Es gibt auch eine Immense Engineering Pump. Welche ist denn einfacher herzustellen? Oh Gott, was macht denn da am meisten Sinn eigentlich? Wo denn was denn? Ich überlege gerade, was für eine Wasserpumpe ich jetzt herstelle. Nehme ich jetzt die Buildcraft Factory? Da fragst du, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob ich bei Buildcraft. Aber Buildcraft kann man wahrscheinlich ändern. Kann man schon ändern. Brauche ich zweimal davon, zweimal Glas. Oh, Glas, Glas, Glas. Ey, unsere Ordnung, weißt du das? Ich habe schon angefangen zu sortieren, also jetzt beschwer dich nicht. Drei Sachen sind, also nee, vier Sachen sind schon gut sortiert. Haben wir noch Glas irgendwo? Glas, musst du gucken, musst du suchen. Wenn nicht, dann brennt dir was. So, das wird ja jetzt hier alles, glaube ich, nur Billigkram sein, oder? Oder habe ich Glück und da ist irgendwie ein Premium-Zeug darunter? So. Zweimal Glas, ein Eimer, dann nehme ich doch einen von hier. Dann brauche ich Eisen, habe ich, Redstone habe ich und das Iron Gear. Okay, das Iron Gear ist ja ganz einfach. Okay, warte mal. Wie viel kostet eigentlich? Zack, zack. Ah, Moment, mach mal. Diese ganzen Seeds, die kann man doch auch brennen. Dann verbrenne ich die doch. Burn it with fire? Nee. Nee, geht nicht. So. Schade. Warte mal, ich hab die Pumpe. Trash. Trashcan, Fluid. Ich hab keine Ahnung, ob das so funktioniert. Braucht die nicht? Nein, die braucht auch Strom. Stone. Wir müssen mal gucken, wie wir Strom hier kriegen. Hast du gerade eine Kiste dabei? Nein. Habe ich jetzt den richtigen erwischt? Ja, habe ich. So. Extract, Insert. Oh, warte mal, hier ist Stärke und Extract. Also die kann ich hier noch zum Kreuzen benutzen. 223 auch. Das kann weg. So, oh Gott. Ey, jetzt müssen wir eine ernsthaft. Wie, da muss Strom dran? Ja, da muss Strom ran. Aber wieso, bist du jetzt verwundert? Ah. Sekunde, ich habe 22. Das wird eh nicht reichen. Okay, die beiden können weg. Warte mal, wir brauchen wahrscheinlich sowieso irgendwann mal hier hinten Strom, richtig? Ja. Ja, spätestens wenn du den Harvester hier haben willst, der braucht ja auch Strom. Ja. So, die hier kann ich auch zum Weiterverwenden. Warte mal. Alter, ich hab viel zu viel. Ich hasse das, wenn ich so viel Zeug in der Tasche habe, ne? Gehe ich jetzt so tief? Ne, ich geh noch einen Tick tiefer. So. Scheiße, erstmal hier aus dem Inventar raus. Das. Die ganzen Crops. Wobei, die brauche ich gleich zum Anpflanzen. Das kann erstmal weg. So, und die kann ich zum Anpflanzen benutzen. So. Stärke 3, 1, die können weg. So, dann laufe ich jetzt erstmal kurz zu uns. Schön, in der Hütte. Dass man fliegen kann in der Luft. Ja, du, schön. Ich kann halt nicht. Nee, kann halt nicht jeder. So, jetzt wollen wir erstmal Cobblestone paar. Können halt nur die wichtigen Leute. Ja, natürlich. Du bist very wichtig. Ja. So, 1, 2, 3. Bauen wir mal. Ich baue mal zwei Trashes.
So, dann nehmen wir das einfach zum Burn jetzt, weil ich es gerade dabei habe und nicht mehr brauche. So, oh, dann brauchte ich noch eine Kiste. Achso, das war Yellowid, ich dachte, das wäre Gold. Schade. Hatten wir denn nicht noch irgendwo eine Kiste? Ah, dann baue ich halt selber eine. Meine Güte, alles. Bist du gerade in der Base? Ja. Das ist schön. Moment, ich wollte noch eine zweite bauen. So, so glaube ich war das, ne? Wo stehst du denn in der Base gerade? Nicht bei dir. Warum? Bist du sicher? Oh, doch, jetzt ja. Wo bist du denn gerade? Jetzt an den Caches. An den Caches. Okay. Wo komme ich denn hier raus, wenn ich hier weiter buddel? Da fragst du den Falschen. Wahrscheinlich irgendwo in der Höhle. Weil ich will eigentlich zur Stromleitung. Ich weiß ja nicht mal, wo die Stromleitung ist. Ah, liegt. Da ist die Stromleitung. So, drei Stück. Moment, dann setzen wir da noch ein paar auf die Versorgung. Hi. Mhm. Hast du denn so viele Kabel überhaupt? Also Strom? Nee, das wird nicht reichen. Ich muss sowieso welche bauen. Ich überlege nur gerade, was der beste Weg ist, an die Stromleitung ranzukommen, ohne dass sie im Weg ist. So, ich baue jetzt mal eine Trash hierfür, für uns. Stelle ich mal hier hin. Kannst da mal Sachen wegschmeißen. Und bei mir stelle ich auch noch eine Trash hin. Danke übrigens für den Kommentar von Kerry D. Der hat das mir empfohlen. Was, mit der Trash? Ja. Ah, okay. Damit, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Trash bauen für den ganzen Müll, den wir so, der sich hier so ansammelt? Vor allem, was man nicht wegbrennen kann oder so. Weißt du, wie jetzt die Seeds. Hier, die Jump Boots haben auch Nachteile. Die brauche ich halt nicht. Ja, okay, das ist richtig. Da stimme ich dir zu. So, dann kann ich die Trash hier einfach mit draußen hin. Oder stelle ich die mit rein? Nee, Mülltonne steht draußen. So. So, dann stinkt die nur. Genau. Dann kann ich hier nämlich die Trashes reinschmeißen. Die waren das. Jetzt darf ich nicht die falschen wegschmeißen. Die wegschmeißen, die wegschmeißen, die wegschmeißen. Und da ist 2. Okay, ja, gut, das sind nämlich ein bisschen besser. Nee, warte mal. Da ist noch Boy noch. Hier ist Strange so. Ah, nee, okay, das war. Da habe ich schon bessere. Okay. Ach, da. Kann ich den so. Dirt auch erstmal wegschmeißen? Glas, Leadstone und Redstone. Easy. So, damit wir hier nicht verhungern, das Feld wieder anbauen. So, irgendwo habe ich doch noch das Sand. Das schmelzt sich noch ein. Für Glas. So. So, 43. Aber eine Sache, die ich mal fragen wollte, was mich mal interessiert, an die Zuschauer. Wir haben ja so viele Ressourcen und auch die Query läuft ja auch noch. Ob wir das Ganze nicht mal offscreen einschmelzen und das nicht alles während der Folge machen, weil, weiß nicht, das ist irgendwie. Ja, weiß nicht, wenn wir das alles während der Folge machen, das ist irgendwie verlorene Zeit irgendwie. Ja, theoretisch könnte ich auch die ganzen Felder ständig außerhalb der Folge bestellen. Das ist auch ziemlich viel Zeit immer. Allerdings habe ich jetzt schon die Bewässerungsanlage. Und du kümmerst dich darum, dass der Strom ankommt. Das ist doch wunderbar. Da brauche ich mich nicht mit drum zu kümmern. Ah, schön. Machst ja sonst. Ja. Genau. Ja, ja. So, genau. Leadstone brauche ich. Ich dachte gerade, wir hätten kein Leadstone mehr. 25 Blöcke, ey. So, und Redstone. Zack, zack. Also Brot haben wir momentan, beziehungsweise Toast haben wir jetzt echt mehr als genug. So, Rockwood können wir nochmal zum Brennen benutzen. Stone. Ach, warum habe ich denn jetzt noch Leadstone? Zack. So, mal gucken, das müsste eigentlich reichen. Ich habe jetzt nicht abgezählt. Warum sind denn hier draußen Wassertanks? Also so Wasserbarrels. Weil ich damit was bauen wollte, was aber nicht funktioniert hat. Wenn du dich noch erinnerst, er hatte doch mal probiert, da Lehm herzustellen, Ton. Was aber nicht funktioniert hat, da ich den
den Dust, sag mal schnell auf Deutsch, den Staub nicht in die Barrel reinkriege. Hm. Und ich weiß aber nicht warum. Das kann ich dir auch nicht sagen. Hätte mich auch Ach, das ist Zinnohr. What the fuck? Warum? Was ist das? Habe ich einen Fehler gemacht? Kommt kein Strom an? Ja. Habe ich zwischendurch eine Pipe vergessen? Wäre möglich. Kommt hier unten Strom? Hier unten Strom. Da ist Strom. Ja, wie wär's mal, wenn du den Tunnel ein bisschen länger, also ein bisschen breiter machst, dass du da auch drin rumgehen kannst? Kann ich doch. Ist noch drin? Das gucke ich jetzt mir mal an. Ah. Wunderbar. Also ich habe ihn so gebaut, dass man auf den Leitungen halt langlaufen kann. Zack, jetzt mache ich aber den Deckel zu. Der Tank ist jetzt auch schon voll. Hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Ich mache jetzt mal an. Boah, lass mich mal. Oh, geil. So. Dann hat das ja genau wie geplant funktioniert. Jetzt fängt sich das an zu drehen. So, hier mache ich auch mal auf. Ja. 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 Kann das sein, dass dir das nicht direkt da drunter stehen darf? Es ist jetzt nur eine Frage, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Oder ist das jetzt einfach nur ein Anzeigefehler? Ich hoffe es. Warte mal, das können wir ganz einfach testen. Ich reiß den Strom ab. Und eigentlich müsste sich das Wasser doch verbrauchen, oder? Ja. So, tut's aber nicht. Also sie wachsen schon gefühlt schneller. Aua, Erwässerung. Okay, diese komischen Verbindungsstücke sind scheiße. Ja, da backst du drin rum. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Oder kann es sein, dass die Animation nicht angezeigt werden kann, weil ich zu dicht am Boden gebaut habe? Das kann natürlich einfach ein Fehler sein, dass es vielleicht ein, zwei Blöcke höher sein muss. Es kann angehen. Ich weiß nicht mal, weißt du eigentlich, was für ein Radius das hat? Ja, auch 4x4, wie das Wasser. Aber warte mal, du hast hier sowieso gesperrt, ne? Nee, nein. Jetzt ist offen. Der war doch offen. Nee, so ist offen, so ist zu. Ach, so ist offen? Ja, sicher, jetzt ist unten. Da hinten ist jetzt auch zu. Hä, aber warum hat sich das denn angefangen zu drehen, als ich es runtergemacht habe? Das kann ich dir nicht beantworten. Aber alles andere, oder warte mal. Ach nee, ist ja richtig, verdammt. Nee, hast ja recht. Ja. Doof. Ja, ich habe das gerade falsch gesehen, deswegen. Aber warte mal, da läuft Wasser durch. Ich glaube, es verbraucht sich. Ja, es verbraucht sich wahrscheinlich, aber also ich habe auch das Gefühl, dass hier die Sachen wachsen, aber ich kann den quasi jetzt im wahrsten Sinne des Wortes beim Wachsen zugucken. Das konnte ich vorher nicht, glaube ich. Aber normalerweise würde da eine Animation kommen. Weißt du, was für ein Radius der Sprinkler hat? Ja, 4x4. Ach so. Oh, okay, so wie das Wasser. Okay, das ist nicht so. Das werde ich wahrscheinlich dann mal probieren. Ich lasse es jetzt erstmal so. Vielleicht beim nächsten, irgendwann, keine Ahnung, wenn ich dazu Zeit Bock habe, baue ich es mal ein Stück höher. Vielleicht zeigt er dann die Animation an. Oh, Farming Station. Okay. Braucht auch Strom, natürlich. Mhm. Aber bevor du das jetzt machst, würde ich sagen, kommen wir erstmal. Ich guck mir das Ding nur erstmal an. Können wir erstmal die Folge. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal probiert zu verstehen, aber mal gucken. Probiere ich das nächste Folge mal aus. Mal gucken, wo wir das hinstellen. Wir sind uns noch nicht sicher. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.